Benny aus Köln und Sarah aus Mönchengladbach wünschen sich nichts mehr als gesunde, kräftige Haare. Wie fast 40% aller Männer leidet der 26-jährige Benny unter Haarausfall. Ihn stört vor allem, dass ich Geheimratsecken habe und dass es hier oben auch ein bisschen lichter wird. Und deswegen trage ich auch immer Cappy. Und ich beneide eigentlich alle von meinen Freunden, die so richtig volles Haar haben. Abiturientin Sarah hat ein typisches Frauenproblem. Weniger und dazu sehr feine Haare. Also mich stört, dass meine Haare sehr dünn und platt sind und ich würde mir wünschen, dass mein Haar voluminöser ist. Die Lösung für beide Haarprobleme versprechen Haarwuchsmittel der nächsten Generation. Sarah entscheidet sich für eine Laserbürste. Die kostet einmalig 85 Euro. Benny bestellt sich einen Haarwuchsschaum. Für ein Paket mit 3 Flaschen bezahlt er stolze 50 Euro. Damit kommt er aber nur 3 Monate aus. Preislich ist die Laserbürste deutlich günstiger. Für den Vorher-Nachher-Vergleich lassen wir Hautärztin Dr. Heike Heise die Kopfhaut und die Haarstruktur bewerten. Was auffällt bei Ihnen ist, dass vor allen Dingen im vorderen Schläfen- und Stirnbereich die Haare deutlich dünner sind. Also hier ist die Haarstruktur deutlich geschieden. Sowohl bei Benny als auch bei der 24-jährigen Sarah handelt es sich um erblich bedingte Haarprobleme, die also nicht durch zu viel Färben oder andere Umwelteinflüsse ausgelöst wurden. Schlimm steht es jetzt wirklich um meine Haare. Ist wirklich so schlimm. Also man sieht schon, dass die Haardichte deutlich vermindert ist. Es ist also gut, dass wir mit der Therapie jetzt bei Ihnen anfangen. Bei beiden macht die Dermatologin auch einen sogenannten Trichoscan. Damit kann sie die Haardichte und Anzahl der Haare beurteilen. Den Neuerfindungen der Beauty-Industrie, die unsere Tester sich im Internet selbst ausgesucht haben, steht die Fachfrau grundsätzlich offen gegenüber. Beide Produkte können wirken, ja, und gute Ergebnisse erzielen. Ganz wichtig aber für Sie beide gilt, Sie müssen die Produkte konsequent anwenden, damit wir dann auch entsprechend in einigen Wochen die Kontrolle durchführen und schauen, ob vermehrt Haare nachgewachsen sind. 12 Wochen lang sollen Sarah und Benny die Produkte anwenden, und zwar täglich. Bei der Bürste sollen mit Lasertechnologie und Infrarotlicht die Zellen der Kopfhaut stimuliert und die Haarfollikel genährt werden, damit neue Haare wachsen können. Die eingebaute Vibration soll das Haarwachstum anregen und die Kopfhaut durchbluten. Also die Handhabung ist eigentlich ganz leicht, ist ja wie Haare bürsten. Und ich denke, das kriege ich auf jeden Fall hin, das jeden Tag zu machen. Bennys Schaum ist speziell für erblich bedingten Haarausfall bei Männern gedacht. Er soll direkt auf der Kopfhaut aufgetragen den Haarausfall an der Wurzel stoppen. Ich habe das jetzt in die Hand und in die Haare und das war jetzt eigentlich relativ einfach und das soll es gewesen sein. Aber es riecht ein bisschen komisch. Der Wunderwirkstoff Minoxidil verspricht, dass Haarwurzel und Haarwachstum angeregt werden. Bei sensiblen Hauttypen kann es zu Juckreiz und Ausschlag kommen. In einem Videotagebuch halten die beiden ihre Erfahrungen fest. Meiner Meinung nach sieht man da jetzt noch nicht so viel. Ich hoffe, das bringt was, denn ich nehme es auch regelmäßig täglich. Hat sich noch nicht viel getan, ist immer noch fisselig. Ich glaube, dass das Ganze jetzt schon hilft. Also ich merke, mein Haar wird ein bisschen fester. Es hat sich immer noch nicht viel getan. Meine Haare sind halt immer noch dünn. Das kann sich doch sehen lassen. Also ich finde, da wächst wieder ein bisschen was. Ja, mein Blick lässt tief blicken, denn ich bemerke keine Veränderung. Unsere beiden Tester sind gespannt, ob sich ihr persönlicher Eindruck bei der Nachuntersuchung bestätigen wird. Dr. Heise wiederholt die Kopfhautanalysen zuerst bei Benny. Also ich bin natürlich optimistisch und das muss mehr sein, also ich bin da positiv eingestimmt. Und tatsächlich, bei Benny sind nach 12 Wochen eindeutig mehr Haare zu sehen, immerhin 5%. Was man hier auf diesem Bild erkennt, allein wenn man jetzt das klinische Bild mit dem vergleicht, was wir vorher hatten, sieht man, dass schon einige Haarwurzeln deutlich dicker geworden sind und dass insgesamt das Haarbild schon etwas dichter erscheint. Aber man sollte die Therapie sicherlich noch einige Zeit fortsetzen. Okay. Ob die Lasertherapie bei Sarah vielleicht doch auch zu mehr Haaren geführt hat? Ich habe jetzt nicht so hohe Erwartungen, sage ich ganz ehrlich. Bin nicht so optimistisch wie der Benny. Der Vorher-Nachher-Vergleich gibt Sarahs Gefühl recht. Also die Haare sind immer noch recht dünn gesät und auch von der Dicke her hat sich keine große Veränderung ergeben, sodass man insgesamt davon ausgehen darf, dass die Behandlung nicht sehr erfolgreich war bei ihm. Schade. Allerdings war diesmal ein Einzelfall. Es mag sicherlich andere Hauttypen oder Haartypen geben, bei denen diese Therapie wirken kann. Für einen fortbleibenden Erfolg muss Benny den Schaum regelmäßig weiter benutzen, sonst ist er in 3 bis 4 Monaten wieder kahl auf dem Kopf. Der Versuch, die Haare mit Hightech-Produkten auf Vordermann zu bringen, funktioniert also nicht immer. Ich bin ein bisschen enttäuscht, aber
das Leben geht weiter. Die Haare sind dicker geworden, die hier brauche ich also nicht mehr. Und dass er sich selber jetzt viel wohler fühlt, ist in dem Fall die Hauptsache.